Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Arbeitgeber und Beschäftigte haben zwei wesentliche gemeinsame Ziele: ihre Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten und Erfolge zu erzielen, denn davon hängen Wachstum und Beschäftigung in unserem Land ab. Unserer Wirtschaft geht es auch deshalb so gut, weil wir unterschiedliche Anforderungen für diese unterschiedlichen Anforderungen auch unterschiedliche Arbeitszeitmodelle gefunden haben und auch in der Zukunft finden werden. Zum Beispiel kann ein Stahlwerk, wie wir es eben gerade diskutiert haben, aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nur vernünftig betrieben werden, wenn rund um die Uhr gearbeitet wird. Dabei arbeiten Tausende von Beschäftigten entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen in den Abteilungen der Produktion, der Technik, der Verwaltung. Aufgrund von Strukturen und Auftragslage haben Handwerksbetriebe mit ein, zwei Gesellen ganz andere Anforderungen in Bezug auf die Arbeitszeit. Dementsprechend kommt es zwangsläufig zu verschiedenen Arbeitszeitmodellen in unserer Wirtschaft. Dementsprechend kommt es aber auch zu ganz eigenen Lösungen, was flexible gestaltete Arbeitszeiten angeht. Das funktioniert auch ohne staatliche Regelungen, liebe Grünen. Und das sowohl in kleinen Betrieben ohne Betriebsrat als auch in Betrieben, wo die Mitbestimmung verankert ist, funktioniert es ebenfalls. Wenn Sie in Ihrem Antrag größtmögliche Zeitsouveränität für Beschäftigte fordern, klingt das natürlich zunächst einmal gut. Nur wecken Sie damit völlig falsche Erwartungen, denn für ein gutes Miteinander unter den Kollegen funktionierende Betriebsabläufe ist es neben der Einzelfallgerechtigkeit ebenfalls die Verantwortung, insbesondere gegenüber allen Beschäftigten, diese wahrzunehmen. Die Kunst besteht darin, Teams so aufzustellen, dass Arbeit als Gemeinschaftsaufgabe gesehen wird, um gemeinsame Ziele zu erreichen und dabei die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen auch berücksichtigt werden. Daher greifen viele Manteltarifverträge unterschiedlichste Regelungen zur Arbeitszeit auf. Sie beinhalten gleichzeitig Öffnungsklauseln für Betriebsvereinbarungen. Insgesamt werden die jeweils wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Leistungsfähigkeit bei diesen Tarifverträgen je nach Branche auch berücksichtigt. Da ich einige Jahre in der Verdi-Bundeskommission für den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe mitgewirkt habe, möchte ich drei Beispiele daraus nennen. Der § 7 unter anderem regelt Teilzeitbeschäftigung. Durch Betriebs- und Dienstvereinbarungen können nach § 8 und Arbeitszeitkorridore und nach § 11 Arbeitszeitkonten eingerichtet werden. Letzteres wiederum gibt den Arbeitgebern und Betriebsräten die Möglichkeit, Gleitzeitmodelle mit Arbeitszeitkonten zu verbinden, damit die Beschäftigten unter fest definierten Rahmenbedingungen mal mehr oder weniger arbeiten können und damit mehr Arbeitszeitflexibilität erhalten. Kurzum, die Sozialpartner schaffen also längst mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten. Im Bereich der Schichtarbeit werden ebenfalls längst Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt. Es gab eine Kurzauswertung der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahre 2010. Danach ist das unproblematisch. Bei allen Forderungen nach mehr Zeitsouveränität für den Schichtbetrieb muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass die Beschäftigten einem bestimmten Biorhythmus folgen, wenn sie Früh-, Spät-, Nacht- und Freischichten hintereinander weg haben und an diese entsprechend auch einhalten muss. Und man kann dort an der Stelle auch die Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung lassen. Wie Arbeit und Privatleben in Einklang gebracht werden können, beschäftigt die Sozialpartner und die Politik schon seit Jahren. Durchaus interessant sind dabei die Beiträge der Hans-Böckler-Stiftung, aber auch unsere Gesetze, beispielsweise zur verbesserten Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf mit Wirkung ab dem 01.01.2015. Die Hans-Böckler-Stiftung hat in 2015 veröffentlicht, in einer Untersuchung von Vanita Irene Matter, die an der Universität Zürich arbeitet, sie wertete Daten des sozioökonomischen Panels in der Version 29 aus, bei dem über 10.000 Personen in abhängiger Beschäftigung befragt wurden, ob selbstgesteuerte Arbeitszeiten zu einer Ausweitung der wöchentlichen Arbeitszeit führen. Ja,
sowohl bei Frauen als auch bei Männern, wobei letztere besonders extreme Steigerungsraten aufwiesen. Dass Sie es in Ihrem Antrag, wie es in Ihrem Antrag heißt, mehr Freiheiten bei der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit, Stress und Überlastung vermindern, ist so jedenfalls nicht haltbar. Homeoffice, Frau Pothmann, Sie haben es angesprochen, stellt davon abgesehen den Arbeitsschutz mit Blick auf die Maximalarbeitszeiten und Ruhephasen vor ganz neue Herausforderungen. Sinnvoll erscheint mir daher, bei den Beschäftigten und Arbeitgebern eine neue Kultur der Prävention zu etablieren, die für gesunde Arbeit auch sensibilisiert. Da Sie als Grüne sich Werkzeuge wünschen, die die Arbeitgebern, Betriebsräten, Personalräten geeignete und passgenaue Lösungen gegen Stress bieten, verweise ich Sie gerne auf die sehr guten Ausarbeitungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie sowie der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Wir brauchen nicht die von Ihnen geforderte Verordnung dazu, sondern verantwortungsbewusste Akteure, und die stellen diese Werkzeuge bereits zur Verfügung. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Mitarbeitergespräche neben Gefährdungsbeurteilungen zum Beispiel die beste Möglichkeit sind, die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Beschäftigten abzustimmen. Berufsbedingte Belastungen können so frühzeitig erkannt werden und abgebaut werden. Als Politik sollten wir mit dem Blick auf die digitale Arbeitswelt aber durchaus Leitplanken setzen. Seitens der Union arbeiten wir daran. Schließlich sorgt eine Zunahme ortsflexibler Arbeitsplätze außerhalb eines Betriebes, wie sie durch die Digitalisierung zu erwarten sind, dafür, dass die direkte Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten, mit den Führungskräften, mit Betriebsräten, aber auch mit Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb und den Datenschützern sich maximal verändern wird. Das stellt die Sozialpartner ebenso wie den Gesetzgeber vor neue Herausforderungen, die unter anderem die bisherigen Arbeitszeitregelungen ebenfalls betreffen werden. Bezogen auf die Aussagen der Grünen zu flexiblen Arbeitszeiten fehlt meines Erachtens das Verständnis für die unterschiedlichen Vorstellungen gerade älterer und jüngerer Generationen. Bei allen Forderungen nach flexibler Arbeitszeitgestaltung müssen die Wünsche zu Regelarbeitszeiten auch respektiert werden. In jungen Jahren, und das weiß ich aus eigener Anschauung als Techniker, können flexible Arbeitszeiten einen durchaus mal an die Leistungsgrenze bringen. Vor allem dann, wenn man sich für eine Sache brennt und mit Projekten mehr und mehr verwächst. Seine Kräfte einzuschätzen, das will durchaus erstmal gelernt sein. Stichwort Bedürfnisse. Die Grünen schreiben in ihrem Antrag, ein Arbeitsumfang von 30 Stunden plus wird interessanter. Dagegen verlieren Halbtagsjobs an Attraktivität. Ihre Fraktion sieht das scheinbar etwas anders. Am 25. April haben Sie eine Referentenstelle ausgeschrieben mit 29 Wochenstunden. So viel dazu. Mein Fazit: Unserer Wirtschaft geht es auch deshalb gut, weil wir für unterschiedliche Anforderungen flexible Arbeitszeitmodelle gefunden haben und sie auch weiterhin finden werden. Diese sind zugeschnitten auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und beziehen heute schon individuelle Interessen der Beschäftigten mit ein. Daran haben die Sozialpartner einen Riesenanteil. So wohlgemeint Ihr Antrag ist, jedem Beschäftigten ein möglichstes Maximum an Zeitsouveränität zu gewähren, stellt er jedoch die Arbeitsabläufe in unseren Betrieben gänzlich auf den Kopf. Damit ist den Beschäftigten am wenigsten gedient. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun die Kollegin Jutta Kellmann für die Fraktion Die Linke.